Heute zeige ich dir ganz einfache Yoga-Übungen, mit denen du deine Schmerzen hier im Hals-Nackenbereich lösen kannst und dafür sorgen kannst, dass sich dein ganzer Hals-Nackenbereich wieder entspannt und gut anfühlt. Du brauchst dazu nur eine Matte. Ich bin Tina, ich freue mich riesig aufs Training mit dir. Los geht's! Stell dich Füße hüftschmal auf deine Matte, zieh deine Schultern einmal weit weg von den Ohren, Brustbein aufrichten, Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule. Und dann atme einmal über die Seite ein, über die Seite aus, noch einmal tief ein und aus und ein letztes Mal tief ein und ausatmen, lösen. Genau, roll dich hier langsam Wirbel für Wirbel tief, kannst die Knie leicht beugen, genau, sodass du so ungefähr im unteren Drittel angekommen bist, dann lässt du deine Schultern los. Lässt deine Halswirbelsäule los, der Scheitel zeigt Richtung Boden. Und dann kannst du hier die Schultern ganz klein so ein bisschen auslockern. Und dann löst das Ganze wieder, roll dich langsam nach oben. Du kannst die Knie leicht gebeugt halten, Lendenwirbelsäule aufrichten, Brustwirbelsäule, Schulter tief ziehen, richte dich einmal auf, atme noch einmal über die Seite ein. Über die Seite aus und dann roll dich einmal langsam nach unten in die tiefe Vorbeuge. Die Hände berühren den Boden, der Scheitel zeigt Richtung Boden. Die Knie kannst du leicht beugen. Und dann wander mit den Händen nach vorne in den herabschauenden Hund. Drück dich weg von den Händen, schieb das Brustbein Richtung Boden, wander mit dem Steißbein nach oben Richtung Decke, die Schultern weit weg von den Ohren ziehen, deine Ellenbogen zeigen nach hinten. In den Kopf hast du hier eine Verlängerung von der Wirbelsäule, sodass deine Ohren so ungefähr auf Höhe deiner Arme sind. Wenn du möchtest, kannst du noch gleichzeitig mit den Fersen so ein bisschen in den Boden ziehen. Und dann halt einfach mal hier die Dehnung. Vielleicht möchtest du mit dem Kopf hier noch so ein kleines Ja machen. Dann bleib nochmal hier. Komm nach vorne ins Brett in eine Linie. Wenn du möchtest, kannst du die Knie tief nehmen, Ellenbogen eng, ganz, ganz eng am Körper und dann gehst du hier langsam tief in die Bauchlage. Ziehst die Schultern einmal weg von den Ohren, nimmst deinen rechten Arm zur Seite, deine linke Fußspitze zeigt nach oben Richtung Decke und dann drückst du dich mit der linken Hand ab zur Seite. Du hast die linke Fußspitze nach hinten wandert. Genau. Hältst hier die Dehnung. Sehr gut. Und jetzt drückst du den hinteren Arm in den Boden rein. Löst die Spannung wieder und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen weiter in die Dehnung ziehen. Sehr gut, kommst wieder zurück zur Mitte. Kopf in Verlängerung von der Wirbelsäule. Stellst beide Hände hier seitlich auf. Und dann kommst du ein Stückchen nach oben. Entweder in die halbe Kobra. Oder, wenn du möchtest, noch ein Stückchen höher. Oder, wenn du möchtest, bis ganz nach oben. Ziehst die Schultern tief, hältst den Kopf hier in Verlängerung von der Wirbelsäule. Ziehst den Bauchnabel ein bisschen nach innen, dass die innere Schicht der Bauchmuskulatur hier mitarbeiten muss, dass sie aktiviert wird. Löst das Ganze wieder. Zieh deine Schultern tief, halt den Kopf in Verlängerung von der Wirbelsäule und dann nimmst du den linken Arm zur Seite, die rechte Fußspitze schiebt hier nach oben Richtung Decke und dann drück dich mit der rechten Hand hier zur Seite. Die Schulter bleibt am Boden, der Kopf bleibt am Boden und die rechte Fußspitze wandert hier Richtung Boden. Vielleicht kannst du die rechte Fußspitze auch auf den Boden abstellen. Zieh deine Schultern tief. Und dann drück den linken Arm in den Boden rein. Und dann löst die Spannung wieder und vielleicht kannst du noch ein bisschen weiter in diese Dehnung reinziehen.
Komm wieder zurück zur Mitte. Stell beide Hände auf, zieh deine Schultern tief. Komm nochmal in die halbe Kobra oder in die ganze Kobra. Vielleicht möchtest du auch in den heraufschauenden Hund kommen. Was dir gut tut, was du gerade brauchst. Dann löst das Ganze wieder. Drück dich einmal hier ab, komm nach oben. Das Gesäß bleibt hier stehen und du wanderst mit deinen Armen hier nach vorne. Wanderst mit dem Brustbein Richtung Boden. Legst die Stirn oder dein Kinn auf dem Boden ab und spürst einmal die Dehnung über deine Vorderseite. Wenn du möchtest, kannst du mit der rechten Fingerspitze noch ein bisschen weiter nach oben dehnen, ja, um die Dehnung auf der rechten Seite noch ein bisschen zu intensivieren. Und dann löst das ganze Wandern mit deiner linken Fingerspitze ein Stückchen weiter nach oben. Mach ruhig die Übung jetzt weiter und währenddessen unterhalte ich dich mit einem kurzen Werbeblock. Wenn dir mein Training gut tut und wenn du gerne noch mehr mit mir trainieren möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du beim 10-Wochen-Programm Funktioneller Rücken dabei bist. Hier zeige ich dir, wie du in 10 Wochen deinen Körper optimal trainierst, deinen Rücken optimal aufbaust, damit dein Rücken ein Leben lang gut funktioniert und gesund und schmerzfrei bleibt. Und das Allerbeste daran ist, die Kosten für das komplette Programm werden von deiner Krankenkasse zu 80-100% übernommen. Funktioniert total einfach, bekommst am Ende eine Kursbestätigung, die reichst du ein und dann bekommst du die Kursgebühr wieder von deiner Krankenkasse zurückerstattet. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Du findest alle Informationen hier unten. Mach mit, das wird großartig. Und wieder lösen. Komm langsam nach hinten in den Fersensitz. Richte dich auf. Genau, lass deine Schultern entspannt nach unten fallen. Kopf macht ein kleines Nein. Und dann bleib hier, die Arme sind hier. Dann macht der Oberkörper ein kleines Nein. Genau, dann löst deine Arme, schieb dein Gesäß einmal nach rechts, nimm den linken Arm hier nach oben und zieh dich einmal hier in die Dehnung rein. Sehr gut, spür die Dehnung hier über die Seite, fächer deine Rippen auf, die Fingerspitze schiebt hier nach oben Richtung Decke. Und löst den Arm wieder, dann nimmst du hier linke Bein und kreuzt es hier über dem rechten. Genau. Und deine rechte Hand kreuzt und dein Oberkörper dreht hier einmal nach links. Und wenn du möchtest, wenn dir das hier zu viel geknotet ist, kannst du auch gerne das untere Bein aufstellen, ausstrecken und dann hier in den Drehsitz kommen. Also entweder hier oder hier, so wie es für dich sich besser anfühlt. Komm wieder zurück zur Mitte, komm wieder in den Fersensitz, zieh die Schultern einmal ganz weit weg von den Ohren, Kinn ranziehen, lange Halswirbelsäule und mach den Kopf ein kleines Ja. Und vielleicht möchtest du so eine Zickzack-Bewegung von rechts nach links machen. Und bleib hier in der Mitte, nimm das Gesäß zur linken Seite, schieb den linken Arm hier nach oben und dann zieh dich hier einmal in die Länge, spür die Dehnung hier über die Seite, fächer hier deine Rippen auf, die Fingerspitze wandert nach oben Richtung Decke, sehr gut, halt den Zug in die Länge. Und dann löst das Ganze mit deinem rechten Bein, dein rechtes Bein, dein rechten Fuß hier überkreuzt über dem linken. Dein linker Arm kreuzt hier und du drehst dich hier
in die Seite. Wichtig ist, dass du dich aufrichtest und dann zur Seite drehst. Ja? Und wenn dir das zu viel geknotet ist, dann kannst du auch gerne das untere Bein strecken und hier in den Drehsitz kommen. Entweder hier oder hier. Wenn du möchtest, kannst du mal versuchen, mit dem Einatmen ziehst du dich in die Länge und mit dem Ausatmen drehst du dich noch ein bisschen weiter in die Seite rein. Löst das Ganze, komm wieder hier in den Fersensitz, zieh deine Schulter nochmal weit weg von den Ohren, nimm die Arme einmal nach vorne, zieh deine Schulterblätter weit auseinander. Schieb die Arme nach oben Richtung Decke. Und dann löst deine Arme. Genau, ich hoffe, es hat dir gut getan. Super, dass du dabei warst. Und wie gesagt, wenn du gerne am Rückenprogramm teilnehmen möchtest, dann findest du alle Infos hier unten. Ich freue mich riesig aufs nächste Training mit dir. Bis dann, mach's gut, deine Tina.